Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu diesem Stadion-Vlog. Heute spielt Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Ich habe so Lust, endlich wieder ein Stadion-Vlog, Alter. Shoutout erstmal an das Wetter, was heute wieder top ist natürlich. Und jetzt geht es ab nach Dortmund. Angekommen in Dortmund, ganz viele BVB-Fans. Und dort hinten in Dortmund lang. Hier am Hauptbahnhof ist es ernsthaft schon voll mit BVB-Fans. Erster Eindruck von der Stadt. Ich bin ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Stadt so schön ist. Ich habe sie eher hässlich erwartet. Da hinten haben wir was ganz Widerliches, nämlich den BVB-Fanshop. Nie in meinem Leben würde ich so etwas tragen. Niemals. Da bringe ich mich lieber um. Okay, hier die Dortmunder Innenstadt ist schon hart hässlich, muss ich sagen. Das sieht echt nicht geil aus. Da sehe ich das erste Mal Fans von Union. Eins muss man in der Stadt aber lassen. Man merkt, dass sie sehr fußballbegeistert sind. Überall sind Dortmund-Fans verstreut. Das ist echt Wahnsinn und die Stimmung ist auch unnormal gut. Das merkt man. So eine Aura in der Luft. Hier sieht es etwas mittelalterlicher aus, so wie in Frankfurt. Und schnallt euch jetzt an, das hier ist das Dortmunder Rathaus. So was Hässliches habe ich noch nie gesehen, Alter. Liebe BVB-Fans, vielleicht solltet ihr mal ein bisschen mehr von dem hier kaufen, dann wäre die Stadt vielleicht schon mal um einiges schöner. Darf heute auf gar keinen Fall auffallen als Imposter, sonst komme ich nicht lebend nach Hause, Alter. Alle haben sie gute Laune, essen noch schön was vor dem Spiel heute. Und ich brauche jetzt auch mal was zu essen, weil ich habe echt mies Hunger. Was mir bisher so auffällt, ist, dass es unter den BVB-Fans viel mehr weibliche Fans gibt. Zumindest wenn ich das mit anderen Vereinen vergleiche, wie zum Beispiel letzte Woche in Frankfurt, habe ich viel weniger Frauen im Frankfurt-Trikot gesehen als heute im BVB-Trikot. Ich habe irgendwie richtig Bock auf Pizza und gehe zu Daily. Da ist das gute Ding, sieht ganz okay aus. Ich sag euch dann danach, wie es geschmeckt hat. Krass, Alter, hier sind drei unterschriebene Trikots von Aubameyang, Dembele und Erling Haaland. Scheinbar waren die auch schon mal hier. Ja, die Pizza war ganz in Ordnung. 7 von 10 würde ich jetzt sagen. Standard halt. Ich bin heute nicht nur im Stadion, um Auge auf den BVB zu machen, sondern auch um zu checken, wie die Stimmung im Signal Iduna Park ist. Es ist das größte Stadion Deutschlands und man hört immer wieder, wie krass die Fans sind. Deshalb habe ich besonders hohe Erwartungen heute. Ich bin vor allem auf die gelbe Wand gespannt und die You'll Never Walk Alone Hymne. In der Bundesliga hat es mittlerweile Klick beim BVB gemacht. Union Berlin hingegen hat 6 ihrer letzten Spiele einfach verloren. Daher wird es also mal wieder Zeit, dass Union Berlin mal wieder punktet und deshalb tippe ich 1:2 für die Unioner. Junge, wie sieht denn die U-Bahn in Dortmund aus, Alter? Ah, wenigstens in Rot gefällt mir. Die Schalke ist jetzt schon ein riesen Fanliebling. Es ist echt abartig, unter BVB-Fan zu sein, wirklich, ey. Beide Mannschaften wirken heute sehr, sehr motiviert, hier Punkte mitzunehmen. Und da hinten sieht man auch schon das erste Mal das Stadion. Bin gespannt, wie mächtig das von innen ist. Ich bin echt gespannt, wie die Stimmung heute im Stadion sein wird. Ich glaube, das wird echt heftig. Die Außenfassade, muss ich sagen, sieht echt eigentlich ganz cool aus. Ich muss sagen, das Stadion sieht echt krasser aus, als ich erwartet habe. Also wenn man hier ist, ist es nochmal was ganz anderes als auf Bildern. Alter, hier ist so viel los, ne? Das ist nicht normal. Alle haben sich den falschen Verein ausgesucht, ey. Krass, die zeigen die Ausstellung der Dortmunder schon vor dem Stadion an, auf diesem Bildschirm. Der erste Blick in ein neues Stadion ist immer der krasseste, deswegen bin ich richtig gespannt. Man kann hier schon ein bisschen reinluchern, sieht schon mal krass aus. Okay, dort muss ich hin, ich bin gespannt. Schon mal richtig mächtig aus. Es ist aber voll windig, muss ich sagen, Alter, und die sind verdammt laut. Genau da vorne machen sich die Spieler warm, richtig nah. Max Hummels, der jetzt zur Nationalmannschaft nominiert wurde, spielt heute auch in der Startelf. Das ist mein Sitz heute genau am Gang. Und hier vorne die Unioner. Ich bin auch auf die gespannt, wie laut die sind. Alter, habe ich geisteskrank gesetzt. Ich sehe einfach alles perfekt. Und hier vorne ist auch die Zehnerbank. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt, weil es ist geisteskrank laut hier drin. Alter, wie krass sind denn bitte meine Plätze? Ich bin so nah am Rasen und sehe jedes einzelne Detail von jedem Spieler. Ich muss mich auf jeden Fall zurückhalten, wenn Union Berlin heute was machen sollte, irgendwie ein Torschießen oder Gewinn oder so. Ich darf hier nicht auffallen. Ich glaube, der hat Bock auf einen Doppelpack oder so heute. Okay, der BVB startet die You'll Never Walk Alone, ne? And the sweet.
wilden Ausleiter. Jona auch sehr laut gerade. Ich höre wieder auf beiden Ohren beide Fanlager. Das macht es nochmal richtig geil, hier zu sein. Union Weiß heute bereit, den BVB ein paar Punkte abzuklauen. Ich bin ehrlich gesagt Unioner bisher lauter. Guter Volleyversuch zum Anfang. Einfach Lattenkreuz, Alter. Holy shit. Zweite Chance. Junge, ich bin fast aufgestanden und hab geschrien, Alter. Ich muss aufpassen, Alter. Ich hab so viele angeguckt. Alter, nicht mal 10 Minuten gespielt, innerhalb von 2 Minuten 2 Tore, geisteskrank. Beides durch Ecken übrigens. Also Union Auswärtsfans sind echt geisteskrank, wirklich, man hört sie echt laut. Starke Haltenverkrönung. Scheiße, 1, Alter. Alle 3 Tore durch Standards bisher. Mann, Alter! Hier wird gefordert, dass der Videobeweis abgeschafft wird. Bin ich ehrlich gesagt dämlich, weil der Videobeweis hat einen Vorteil, ehrlich gesagt. Ach, es wird immer noch überprüft. Ich dachte, die Entscheidung steht schon. Ganz, ganz laute Pfiffe im Stadion. Und es ist wirklich abseits. Und es gibt den Videobeweis. Mal wieder. Übrigens war es schon wieder ein Standorttor, Alter. Also hier läuft alles heute über Standard. Es ist tatsächlich abseits. Hülkuf soll scheinbar noch knapp dran gewesen sein. Das ist einfach Videobeweis. Direkt nach dem aberkannten Tor. Und zwar geht es um 11 Meter. Schaut es sich auf dem Monitor an. Was ein Drama schon mal bis hierhin. Er gibt einfach 11 Meter für Union. Was ist hier los? Ein sehr lautes Pfeifkonzert der Dortmunder. Komm schon, Junge, machen. Machen wir stolz, machen. Jetzt seht das Tor hoffentlich mal. Lotterbeck ist ein so unsicherer Spieler. Gott sei Dank wurde er nicht für die Nationalmannschaft wieder nominiert, Alter. Gefühlt alle Standards sind so richtig gefährlich. Woran liegt das, Alter? Geisteskrank nah, ich bin einfach. Ich spiele das einfach genau da vorne. Halbzeitfazit, also das Spiel ist sehr, sehr unterhaltsam. Die Standards immer gefährlich von beiden Teams. Aus dem Spiel heraus passiert nicht so viel, aber wenn Union so weitermacht und jetzt es schafft, diesen Sieg über die 90 Minuten zu bringen, wäre es richtig geil. Bisher macht es sehr Spaß, als Bayern-Fan hier im Stadion zu sein, muss man sagen. Der BVB am Simplen. Vielleicht sehen wir ja eine andere Seite von der Südkurve in der zweiten Halbzeit.
Auto! Er hat eigentlich so ein schlechtes Spiel bis hierhin gemacht, aber dann haut er so ein Ding raus, Alter. Geisteskrank. Er hätte wetten können, dass es schneller war. Das Trikot von bzw. das Shirt von Hummels bekommen. So, meine lieben Freunde, kommen wir zum Fazit. Ich muss sagen, es hat mir echt unglaublich viel Spaß gemacht. Es war echt eine tolle Erfahrung, dort zu sein. Das Spiel selber war geisteskrank. Die Stimmung war richtig nice. Aber ich muss sagen, die Südkurve bzw. die gelbe Wand oder generell die Stimmung im Signal Iduna Park ist ein bisschen überbewertet. Also ich muss sagen, ich habe die Unioner die ganze Zeit viel lauter gehört als im BVB. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen näher dran war, aber der Block ist halt viel kleiner, ne? Leider hat das Auge machen nicht funktioniert heute, aber naja, was soll man sagen? War trotzdem ein sehr unterhaltsames Spiel. Und morgen könnt ihr euch dann auf den nächsten Stadionvlog freuen, denn dann bin ich in München bei Bayern gegen Freiburg. Checkt es auf jeden Fall aus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked doch gerne das Video und lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!